Ja, das ist schon, das ist einigermaßen gleichmäßig. Hier nochmal ein bisschen was rein. Au! Oh, ich bin da voll reingetreten. Aha, das ist ja schlimmer als Lego-Steine. Moin Leute, heute ist der 14. Februar 2017. Das bedeutet, heute ist Valentinstag. Der Tag der Paare, Tag der Verliebten, Tag für Zweisamkeit. Und ich habe mir auch ein richtig geiles Valentinstags-Date geschnappt. Und zwar einen Schrank. Leute, ich muss den sowas von aufbauen und das wird super romantisch, Alter. Schranki und ich, wir kriegen das hin. Dich werde ich aufbauen. Mal gucken, ob es Tote oder Verletzte gibt. Aber wir müssen das einfach mal machen, weil ich brauche einen Schrank hier, damit ich zum Beispiel unter anderem den ganzen Kram hier, weil ich finde, das sieht so kacke aus, wenn das so einfach im Flur steht. Als erstes sollten wir aber mal das Fahrrad hier wegpacken, weil dann können wir direkt den Schrank hier auf dem Teppich aufbauen, damit ich nicht noch mehr Kratzer in den Parkett hier reinbekomme. So, ich stelle euch mal kurz ab. Am besten wartet. Vorsicht, Entschuldigung. Aber ist ein bisschen schwer. Boah, der kostet mich auch alles schwer. Alter, das hat auf jeden Fall ein ziemliches Gewicht, das Ding. Machen wir den ganzen Kram mal auf und gucken mal. Es ist einfach, es ist romantisch. Vor allem das Schöne ist dabei, dass ich natürlich dadurch mal wieder richtig schön viel Müll und Pappe und alles Mögliche habe. Obwohl Pappe ist hier, glaube ich, gar nicht so viel dabei. Gucken wir erstmal. Montageanleitung. Wie viele Schritte gibt es hier? Gar nicht so viele. Rein theoretisch 13 Stück. Womit müssen wir denn anfangen? Das Ding sollte man am besten mit zwei Personen aufbauen. Überraschenderweise ist keine zweite Person da, denn mein Date liegt ja schon bereits hier unten. Das kriegen wir auch so hin. So Schritt 1. What? Ich muss hier irgendwas leimen. Also mit Kleber. Was ist das denn? Egal. Darum kümmert sich Zukunftsfidelle. Wir gucken jetzt erstmal das... Das hier irgendwie mal ein bisschen gegen die Wand. So. Ich möchte ja auch direkt nochmal am Anfang betonen, es ist mir bewusst, dass ich kein Weltklasse-Handwerker bin, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Sofern ich nicht einen Finger verliere, wird der Aufbau ein astreiner Erfolg. Das gleiche gilt natürlich auch für Füße, Kopf, Nase, Flügel. Da klingt mein Handy. Irgendwie hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ja, ist alles kein Problem. Ich baue jetzt auch gerade einen Schrank auf. Also falls es hier unten zu laut wird, oder beziehungsweise, Birgi, falls ihr auf einmal anfangen, ihr wild zu schreien und SOS zu rufen, dann kommt vielleicht runter oder ruf 112. Dankeschön. Okay, perfekt. Birgi hat geantwortet. Top! Dementsprechend sind wir dahingehend schon mal sehr, sehr gut abgesichert. Dass selbst wenn ich heute mich verletze, weiß ich, dass automatisch der Krankenwagen gerufen wird. Also falls ich auf einmal von dem Ding hier erschlagen werde, liege ich hier, obwohl wenn ich bewusstlos bin, ist es natürlich problematisch. So, was bist du jetzt hier eigentlich? Ah, jetzt weiß ich auch, was wir hier großartig leimen müssen. Hier die Dinger, dreimal oder was? Zack, so, jetzt müssen wir einmal ein bisschen kleben. Das müssen wir irgendwie aufkacken, kein Problem. Ich hebe doch eben, da vorne ist ein Messer. Und wird jetzt hier schön ein bisschen eingeleimt. Schön so ein bisschen gleichmäßig verteilen. So. Ja, das ist schon, das ist einigermaßen gleichmäßig. Hier nochmal ein bisschen was rein. So. Zack. Au! Oh, ich bin da voll reingetreten. Aha. Das ist ja schlimmer als Lego-Steine. Beide Sachen nun mittig fixiert. Operation bis dato erfolgreich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Weil wir müssen jetzt 20 Minuten warten, bis es aushärtet. Dann sind wir aber schon fast bei Schritt 2. Der ganze Kram sollte nun perfekt ausgehärtet sein. Gehen wir nun weiter zu Schritt Nummer 2, den ich vielleicht hätte schon mal anfangen können. Denn da müssen irgendwie so ein paar Pinöpel rein. No problemo. So, nicht da nochmal reintreten. Das war nämlich ein bisschen schmerzhaft. So, ihr müsst jetzt hier irgendwie Halligalli-mäßig da irgendwo rein. Wenn man keinen Hammer hat, benutzt man einfach eine traumhafte Flasche. So. Perfekt. So machen das die Handwerker. Sehr gut. So, Schritt Nummer 3. Also eine von den dicken Oschis. Direkt onto the side. Perfekt. Der ist aber nicht ganz gerade. Der ist immer noch nicht ganz gerade. Aber egal.
Das sind bestimmt die richtigen Schrauben. Ihr seht so aus. Ja. Muss ich mal kurz hier ran. Hier sind wir Bohrer. Und nein, ist kein Placement von der Firma Bosch. So, hat er Power. Jo, hat er. Perfekt. Schraube Nummer 1 ist drin. Oh, ein Traum, meine Damen und Herren. Hängt ein bisschen schief. Aber das zieht sich alles schon fest. Nächster Schritt. Ach so, der Rücken. Den Rücken haben wir hier. Jetzt seht ihr gleich gar nichts mehr, weil ich das so tipptopp gemacht habe. Bitte, halt einfach. Ihr seht schon, das Ganze hat eine exorbitant gute Qualität. Hat für diese wieder gut eingekauft. Okay, aufgrund eines Konstruktionsfehlers, eines Planungsfehlers, muss ich euch hier jetzt mal irgendwie aufstellen. Auch wenn das Licht hier nicht ganz so perfekt ist. So, schön auf dem Fahrrad. Perfekter Fahrradhalter. Okay, es hält zumindest. Auch wenn das Bild so ein bisschen... Eigentlich müsste es ein bisschen mittiger sein. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Oh nein. Nein, nein. Au! Voll auf den Kopf gefallen. Mann. Gott sei Dank habe ich so einen Dickschädel. Aber jetzt ist das Ding. Jetzt bräuchte man echt eine zweite Person. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt Pedizzle-Style. Ganz ehrlich. War das jetzt so, wie ich mir das denke. Wir packen jetzt nämlich den Kram daran. So, komm mal her hier. Rückseite, dann kloppen wir das Ding erstmal irgendwie hier ran. Und dann kommt der obere Teil. Wow, komm, easy. So, kleine Planänderung. Da fliegt mir fast schon die Mütze ab. Okidoki, es ist noch nicht alles perfekt ausbalanciert. Aber das ist kein Problem. Das kriegen wir noch hin. Wichtig ist erstmal, dass wir jetzt die Schrauben da reinmachen. So, einmal hier. Guten Tag, wie sieht der Schrank von hinten aus? Ja! 1A! Weltklasse, das fällt gar nicht auf. Nee, das ist einfach, das liegt auch am Holz, das arbeitet. Also ich mache mir da jetzt auch absolut keine Sorgen. Schraube, Rinder. Ja, das zieht das Ganze fest, Alter. Zweite Schraube. So, ich werde den Schrank jetzt schon mal an seinen Bestimmungsort packen. So, genau wie ich gesagt habe, Leute, hier absolut kein Problem mehr. Das hat sich alles perfekt reingezogen. Tipptopp, Leute, hier ist alles drin. Wir haben ein bisschen Chaos angerichtet. Die beiden Türen müssen noch da dran. Allerdings habe ich ein klitzekleines Problem. Und zwar ist meine Kamera gleich alle. Und was noch viel wichtiger ist, ich habe jetzt gleich noch einen kleinen Aufnahmetermin mit German Let's Play. Und ich muss das unbedingt vorher noch fertig machen. Also dieses Video, bevor das heute gar nicht mehr online kommt. Leute! Ich weiß nicht ganz genau, was das für ein Vlog geworden ist hier gerade. Ich hoffe, es hat euch aber trotzdem gefallen. Valentinstag mit Pedizzle und seinem Schrankdate. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder zu einer neuen Folge von Minecraft Sky. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao.